Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Russland-Debatte, das ist diesmal unser Titel. Wie Putins Russland in einen neuen Faschismus treibt und warum Europa auf alles gefasst sein sollte, hören Sie in dieser Sendung vom Symposium der Salzburger Festspiele. Eine der traurigen und beunruhigenden Erkenntnisse lautet, dass es sich beim Ukraine-Krieg nicht nur um Putins Krieg handelt. Die russische Gesellschaft folgt dem Mythos von der zivilisatorischen Mission des eigenen Imperiums und steht mehrheitlich hinter der Aggression. Was passiert, ist ein Akt der Zerstörung und der Selbstzerstörung, lautet die Diagnose. Im Symposium der Salzburger Festspiele sind Vorträge und Diskussionsbeiträge vom Historiker und Russlandkenner Karl Schlögl zu hören, von der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljatschuk und dem österreichischen Spitzendiplomaten Emil Brix. Ebenfalls zu Wort kommen Journalistin Susanne Scholl und Theatermacherin Marina Davidova. Die Beiträge der Referenten stehen bereits online im Falter Podcast 787 vom 27.08.2022. Hören Sie hier die anschließende Podiumsdiskussion unter der Leitung des Journalisten Michael Kerbler. Ich möchte mit einer ganz simplen Frage anfangen, die ein 6-jähriges Kind im März in der U-Bahn, ich war Ohrenzeuge, gestellt hat. Da haben zwei Menschen über die Ukraine geredet. Dass da jetzt Angriffe und Raketenbeschuss sei, dann sind die ausgestiegen und dann sagt das Kind, das vis-à-vis gesessen ist, zu seiner Mutter: Mama, warum macht man etwas kaputt, das man haben will? Und diese Frage möchte ich zum Einstieg Ihnen stellen. Was ist das Ziel? Ist es das Ziel, die ukrainische Identität auszulöschen? Ist es also kein Zufall, dass zum Beispiel auch Kultureinrichtungen zerstört werden, um ein Signal sozusagen zu setzen? Was ist das Ziel? Warum macht man etwas kaputt, das man haben will? Romanchuk. Ich glaube, ich bin die Falsche, die das beantworten kann. In diesem Saal, wenn ich mich nicht irre, sitzt einer der wichtigsten, besten österreichischen Psychotherapeuten und Karl Hörling, wenn ich mich nicht irre. Er würde das auch sehr gut beantworten. Warum ist das Böse überhaupt auf der Welt? Warum verliert, entstehen die Diktaturen? Was wollen sie eigentlich? Wie funktioniert so ein Regime wie in Russland jetzt? Das war immer das Ziel, das Einzige, einfach der Krieg. Der Krieg ist das Ziel, um Macht an der Macht zu bleiben. Ich bezweifle, dass diese Menschen irgendwelche Ziele, wenn man über die Zukunft denkt, haben. Ich bezweifle es. Und deshalb brauchen sie nicht jetzt auch Mariupol nicht zu zerstören. Ja, oder sie töten Menschen dort, die eigentlich russischsprachig waren. Und vielleicht die Hälfte davon waren auch prorussisch. Ja? Man weiß es nicht. Trotzdem sind sie jetzt dort. Also es gibt kein Ziel. Das Böse hat kein Ziel. Das Böse will einfach vernichten. Wir stehen, also das ist, obwohl ja, schwarz-weiß darf man nicht denken, aber in dem Krieg ist ja klar, wo schwarz und weiß ist. So glaube ich. Aber es ist besser, es wäre viel besser, wenn wir die Psychologen und Psychiatren befragen, was das ist, was das eigentlich heißt. Man sagt, man darf nicht psychologisieren, aber ich glaube, dass in diesem Fall, heutzutage ist es sehr wichtig, auch diese Menschen zuzuhören, um das zu verstehen. Ja? Herr Schlögl? Wir können ja nicht in die Köpfe hineinblicken. Es werden irgendwann die Historiker in fernen Zeiten rekonstruieren, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, dass weder die Psychologie uns hilft allein, weder die Analyse der ökonomischen Verhältnisse noch die Mentalitätshistoriker. Eine Gesellschaft, ein Imperium, das sich solche Kriege leistet, erträgt, mitmacht, sich in die Katastrophe führen lässt, das ist ein welthistorischer Vorgang,
der begriffen werden will. Wir sind nicht so weit. Mich erinnert diese Situation an die Versuche in den 30er Jahren, als die Leute Adorno und andere im Exil gesessen haben und versucht haben zu beschreiben, was eigentlich im Nazi-beherrschten Europa vor sich geht. Wir kennen diese Texte und wir wissen im Nachhinein, selbst die schärfsten und scharfsinnigsten Analytiker, die allen Grund hatten, genau hinzusehen, sie sind nicht dahinter gekommen, was auf sie zukommt. Das hat man danach erfahren. Sie konnten sich nicht vorstellen, was von Deutschland, Nazi-Deutschland, ausgehen würde. Und ich behaupte, dass auch wir jetzt nicht auf der Höhe der Zeit sind und dass alle diese Versuche, sich irgendwelche Modelle zurechtzulegen, nicht funktionieren. Deswegen ist die Losung, die ich eigentlich habe, geistesgegenwärtig, hellwach, auf alles gefasst zu sein. Und mein Kronzeuge eigentlich für diese schwierigste aller Situationen ist Ernst Bloch, der gesagt hat, nicht die Vergangenheit ist so schwer zu begreifen und die Zukunft wissen wir sowieso nichts zu sagen, sondern die Gegenwart. Er hat gesagt, das Dunkel des gelebten Augenblicks. Wir haben keinen Überblick, wir haben keinen Durchblick. Und was passieren wird, wissen wir nicht. Wir wissen nicht einmal, was morgen passiert, wenn eine Rakete in Saporizhzhia einschlägt. Wir wissen nicht, was passiert. Und deswegen lautet es nur, auf alles gefasst zu sein. Wenn ich noch etwas anderes sagen darf, ich teile bestimmte Dinge nicht, dass wir alle nicht gesehen haben, was passiert. Also dieses Wir, ich rechne mich nicht dazu. Ich habe in 2014, habe ich mich in der Ukraine rumgetrieben und seither jedes Jahr und versucht zu beschreiben. Es war schon, es gab Leute, ohne rechthaberisch zu werden, die beschrieben haben, was los war. Im Übrigen gilt das auch für die 80er Jahre. Es gab nicht nur Kundera und nicht nur Georgi Konrad, sondern es gab eine Diskussion. Und die Frage ist, warum sie sich nicht durchgesetzt hat, warum der Mainstream sozusagen in Ruhe gelassen werden wollte und warum es auch heute so ist. Man will in Ruhe gelassen werden, aber wir werden nicht in Ruhe gelassen werden und wir werden sehen, wie sich Europa, die Europäer, wir, jeder Einzelne von uns verhalten wird, wenn es noch ernster wird, als es schon ist. It's a very good question, because really from the geopolitical point of view, this war in Ukraine is absolutely illogical. Russia doesn't need new territories. Russia doesn't need natural resources. Just look on the map. Yeah, Russia doesn't need the new colonies. Nothing. It's why I insist that this war is a continuation of the inner war that was going on into the country. By the way, the 15 republics of the Soviet Union, and until now, Russia had two wars. In 2008, it had a war with Georgia, and now it has a war with Ukraine. It's very important that Georgia and Ukraine openly declared their pro-Western preferences. I think that it's why they are so irritated, and Vladimir Putin and his circle of people around him. This anti-Western trend, this hatred to Western way of life, is a very important reason of this war.
It started in Ukraine, but it's not by chance, not by chance. Why he didn't start this war with Azerbaijan or with, I don't know, with Uzbekistan? No. He's interested in Ukraine, and he was interested in Georgia because they openly declared their pro-Western way. Ich fürchte, das macht Sinn aus der Sicht des Kreml. Sie überfallen etwas, obwohl man es kaputt macht. Und es ist wirklich kein Zufall, dass es die Ukraine ist, weil es ein Angriff auf die eigene Identität wäre, wenn die Ukraine erfolgreich in Europa integriert ist. Das darf Putin nicht zulassen. Aber dieses Argument verstehe ich eigentlich nicht. Obwohl darüber schon seit Anfang dieses Krieges gesprochen wird, kontinuierlich. Ich verstehe nicht, was für Gefahr für dieses große Land wäre, die Ukraine demokratisch. Nicht Gefahr für das Land, sondern für die Leute rund um Putin und den Putin selber. Die Schwäche dieses Regimes, dass es sich nicht in der Lage sieht, erfolgreich Politik zu machen, zu modernisieren, die Wirtschaft zu verbessern, darauf zu schauen, dass es den Menschen besser geht, sondern sie brauchen außenpolitische Erfolge. Glauben Sie? Das reicht vom, ich weiß nicht, jetzt ist wieder beschlossen worden, dass der russische Präsident des Internationalen Schachverbandes weiter bleiben darf dort. Das wird in Russland vom Regime als Erfolg dargestellt. Es geht hier ganz offenbar, sagen hier abzulenken von dem, was ihnen politisch nicht möglich ist. Und da ist leider die Ukraine im Moment das Opfer schlechthin. Und daher, es ist völlig egal, ob man die Ukraine zerstört oder nicht, ist es aus dem Denken des Herrn Putin und seinen Leuten in der Hinsicht völlig egal. Weil es ja nur um die russische Identität geht. Und das passiert, muss man auch sagen als Historiker, auf einer Tradition, dass vom 18., 19. Jahrhundert an man immer gesagt hat, es gibt ja eigentlich nur Russland und da gibt es eben solche, die sind noch klein und Weißrussen, aber sie haben keine eigene Identität. Und auf das kann natürlich Putin aufbauen oder hat er auch aufgebaut. Und ich denke mir, bei vielen in Russland, wenn man sie fragt, naja, was sind denn da die Ukrainer, werden die auch sagen, bin nicht ganz sicher, sind die nicht Teil von uns oder nicht. Also da wird aufgebaut drauf. Mhm. Und warum das so blutig ist, das hat der Sigmund Freud beschrieben. Der hat gesagt, die schlimmsten Auseinandersetzungen hat man mit dem Nachbarn. Das ist der Neid, der Narzissmus der fast Gleichhaftigkeit. Das hat auch immer der Kari Schwarzenberg auch immer gesagt, wenn er über die Tschechen und Österreicher gesprochen hat. Wenn etwas so gleich, so ähnlich ist, dann gibt es einen Narzissmus der kleinen Unterschiede. Und auch das spielt hier leider eine Rolle. Frau Scholl. Ich glaube, das zeigt die ganze Verlogenheit dieser angeblichen wir sind Russland, wir sind groß, wir sind sozusagen unsere eigene Welt. In Wirklichkeit hat das ja begonnen zu dem Zeitpunkt, zu dem in der Ukraine eine echte Demokratiebewegung begonnen hat. Ich glaube, dass da spielen mehrere Dinge eine Rolle. Ich will nur als Beispiel sagen, Leute wie der Außenminister, der ein wirklich treuer Diener seines Herrn Putin ist, die meisten Parlamentarier in Russland, alle haben sie nicht zufällig ihre Kinder im Ausland, und zwar im westlichen Ausland. Die leben dort, die arbeiten dort, die sind dort integriert. Es herrscht ein großer Neid über die Lebensformen im sogenannten Westen, den man ansieht als uns in allem, was den Alltag betrifft, überlegen. Gleichzeitig gibt es eben diesen Minderwertigkeitskomplex, der dann wieder so entsteht, dass man sagt, ja, aber wir haben alles erfunden, was man in der Welt erfinden kann. Wir sind als Erste auf den Mond gelandet. Wir sind doch eigentlich groß. Und aus dieser Gemengelage heraus entstehen eben auch Kriege. Und das Zerstören der Ukraine hat sehr viel damit zu tun, dass dieser Wille, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, gebrochen werden muss.
um jeden Preis. Und ich bezweifle, dass sozusagen die Russen als allgemein so als Überbegriff dieses Ziel wirklich gutheißen. Es gibt viel zu viele enge Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine, die jetzt gestört sind übrigens, wo dieser Bruch quer durch Familien geht, was natürlich auch eine Katastrophe ist. Ja, das stimmt, von Russland aus ist die Ukraine sozusagen, das ist der kleine Bruder, aber von der Ukraine aus ist Russland eben nicht der große Bruder oder zumindest nicht mehr. Und das ist eine unauflösbare Gleichung im Moment. Deswegen kann man auch nicht sagen, wie das weitergehen wird. Da stimme ich Karl Schlögl vollkommen zu. Ist aus der Sicht der Ukraine und auch da einiger anderer ehemaliger Sowjetrepubliken, dass man die Ukraine als ersten Dominostein ansehen muss? Also, dass wenn ein Erfolg, und jetzt könnte man 3 Stunden, was ist ein Erfolg für Putin, reden, aber wenn hier auch nur ein Teil der Ukraine verloren geht, dass es die reale Befürchtung gibt, dass das russische Imperium diese Idee weiter betrieben wird. Erstens und zweitens, ich sage bewusst diese 2 Fragen in einem, weil ich einen Zusammenhang sehe und ich verweise auf Ivan Krastev, der ja gesagt hat, das, was sich da abspielt, ist, dass am Ende die liberale Ordnung in Europa geschwächt wird und zu Ende geht, so wie die Weimarer Republik, hat er geschrieben, so wie die Weimarer Republik zu Ende gegangen ist. Also sind wir wenigstens, jetzt bin ich bei Schwarz-Weiß, so wie das anfangs von mir zitierte Zebra im Krieg, Schwarz-Weiß-Sicht, wir sollten so egoistisch sein und mal dieses, dass es nicht irgendwo hinten in der Ukraine da ein Krieg ist, sondern dass wir wirklich, Frau Maltschuk hat die Nervenbahnen, wie stellen wir sozusagen das Gefühl füreinander ein, dass die Ukraine ein Teil Europas, Mitteleuropas ist, dass das nicht an uns vorübergehen wird. Und jetzt rede ich gar nicht von der wirtschaftlichen Dimension, ja? Dass wir eigentlich aus Eigeninteresse sehr wohl Hilfeleistungen, auch militärische, zu geben haben. Wie sieht das Podium die Situation? Ich fange mal bei Ihnen an, Herr Schlögl. Ich denke, dass es tatsächlich um das Ganze geht und nicht um einen einzelnen Punkt. Und wenn man jemanden unterschätzt hat, dann war es natürlich Putin, der ein Meister der Eskalation, ein Genie eigentlich in der Choreografie des Einsatzes und des Ausnutzens der Schwierigkeiten, der internen Widersprüche in Europa, des Westens. Und wo sich diese Möglichkeit der Intervention bietet, da tut er es auch. Das ist jetzt eben aus verschiedenen Gründen die Ukraine, aber es sind andere Einsatz- und Interventionsorte jederzeit denkbar. Und wenn man den letzten Reden zuhört, insbesondere von Dmitri Medvedev, ist es absolut fantastisch, was er geäußert hat vor 2 Wochen. Das erinnert an die Kiewer Rus. Er hat der Georgien die Existenz abgesprochen, sogar Kasachstan. Und wenn man sich überlegt, dass in den obersten Kreisen der führenden Gruppe Russlands diese Dinge gedacht werden und ausgesprochen werden, ja, ich glaube, es geht ums Ganze, um die Selbstbehauptung und das an der Macht halten. Und das heißt, Macht halten heißt, die Flucht nach vorn anzutreten, wo immer das geht. Und ich interpretiere Putin als, obwohl er selber sozusagen der Meister der Choreografie, der Choreograf ist, trotzdem als den Getriebenen. Er ist eigentlich Failing Man.
Er hat es nicht zustande gebracht, auch in den günstigeren Zeiten mit Exporten und so weiter, das Land voranzubringen, zu modernisieren, Straßen zu bauen, Hochgeschwindigkeitszüge, Kanäle. Das Einzige, wo man sehen kann, ist Planet Moskau. Das ist aber eine ganz andere Welt als 100 Kilometer außerhalb. Er ist ein Getriebener und wo immer er kann, wird er vorangehen. Und ich denke, das Programm ist klar. Es geht um die Zerstörung dieses Europa oder Westens, so wie er jetzt dasteht. Und seine Chancen sind gar nicht schlecht. Ich meine, wenn der Piotrowski jetzt spricht vom Siegeszug der Cancel Culture und das mit der Sowjetisierung und der Einschränkung der Meinungsfreiheit und so weiter gleichsetzt, oder wenn man sich ansieht, die Wahlen, die in Frankreich anstehen, oder wenn man wahrscheinlich das Verhalten der deutschen Parteien unter dem Druck der Energieerpressung. Das ist alles ganz offen, wie es ausgehen wird. Und er ist ein großer Spieler. Es kann aber sein, dass er irgendwann stürzt und sich verrechnet. Er hat sich schon verrechnet. Er hat sich verrechnet mit der Einnahme der Stadt Kiew. Und es kann auch sein, dass ihm diese Armee, die so mächtig, übermächtig erscheint, dass sie nicht so stark ist, wie er behauptet hat und behauptet. Aber der Preis ist entsetzlich und die Zerstörung der Ukraine. Und Herr Brix, Sie haben ganz recht, was man nicht kriegen kann, das muss man zerstören. Und so hat er es auch formuliert. Jetzt muss ich ganz kurz in die Rolle des Advocatus Diaboli steigen. Mein Großvater hat immer gesagt, wenn du auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Gab es nicht in den Jahren zwischen, ich sage jetzt mal 2004 bis 2020 einige Jahre, die man als markant falsche europäische Politik bezeichnen muss, nämlich was die Obsession oder die Befürchtung des Kreml, nicht nur Putin alleine, der sogenannten Einkreisung durch den Westen, also die Beitritte zur NATO zum Beispiel, oder das, was ja auch das Angebot, was dann die Deutschen verhindert haben, auch an die Ukraine der NATO beizutreten. Wenn man Paranoiker ist, dann hat man, wie es in Wien so schön heißt, jeder Paranoiker hat seinen Verfolger. Also in der Situation, glaube ich, hat sich, wage ich jetzt einmal kühn zu behaupten, sich nie jemanden in die Situation des Herrn Putin oder seiner Entourage hineinversetzt, was das für ihn auslösen könnte. Beziehungsweise, wenn man es anders haben will, es ihm noch erleichtert, das Imperium in die Renaissance zu führen. Frau Scholl, Sie wollten direkt was dazu sagen. Also ich glaube, das ist eine Argumentation, die wir seit langem benutzen, um uns eben nicht mit dem auseinandersetzen zu müssen, was in Russland passiert und was vor allem in diesem engeren Kreis um den Herrn Putin passiert, weil dieses in die Ecke drängen, dieses nicht, wir haben viel zu viel wohlwollend und nachgebend und verständnisvoll agiert in Wirklichkeit in den letzten 20 Jahren. Wir haben uns nie darum gekümmert, eine Grenze einzuziehen und zu sagen, bis hierher nicht weiter. Nicht einmal 2014. Nicht einmal nach der Annexion der Krim und der Institution der Verbrecher in Luhansk und Donetsk haben wir eine rote Linie gezogen. Also wir waren immer so verständnisvoll, die europäischen Politiker insgesamt. Wir haben immer wieder gesagt, ja, man darf ihn nicht in die Ecke drängen, weil sonst könnte er... Er hat nicht in die Ecke gedrängt werden müssen, um das zu tun, was er tut. Kurze Zwischenfrage an den Diplomaten. Sie sind damals in Moskau gesessen, 2014, die Annexion der Krim. Und Österreich war das erste Land,
das den Herrn Putin nach diesem Schritt eingeladen hat, Bundespräsident Heinz Fischer. Wie ist Ihnen da zumute gewesen? Stimmt's, dass Sie... Bitte? Ich war Gott sei Dank erst 2015 in Moskau. Habe also diese Liebedienerei von Wien aus erlebt. Aber es macht es nicht weniger schlimm, was hier passiert ist, dass wir die Ersten waren, die ihn hier hofiert haben nach der Einmarsch der Krim. Und weil der Name des Generaldirektors gefallen ist von der Eremitage, 2018 eine Ausstellung der Eremitage im Kunsthistorischen Museum, Putin war wieder hier natürlich eingeladen, bezahlt wurde das Ganze von Gazprom als großer Kulturbeitrag, was die Beziehungen zwischen Russland und Österreich betrifft. Und er wurde höflichst und freundlichst hier herumgereicht einen ganzen Tag. 2018, da durfte er sonst nirgends hinfahren im Westen. Natürlich betrifft das einen Diplomaten. Ich könnte jetzt zu meiner Rechtfertigung sagen, wenn Sie meine Berichte lesen, dann finden Sie anderes, als was geschehen ist. Ich habe von Anfang an, auch in meinem Abschlussbericht natürlich hineingeschrieben, das ist eine revisionistische Großmacht. Die Großmachtinteressen sind wichtiger als alles, was Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Erfolge in der Marktwirtschaft betrifft. Und so werden sie auch verfolgt werden. Und die Grenzen dessen, was Putin und sein Regime machen wird, werden von denen gezogen, die sie ihnen erlauben, etwas zu machen oder etwas nicht zu machen. Und das erleben wir ja eigentlich. Ich bin bis heute überzeugt, dass Putin, weil die Frage war, geht es ums Ganze, bis heute überzeugt, dass Putin, solange er an der Macht ist oder dieses System besteht, auch vielleicht mit jemand anderen, dass sie so weit ausreizen werden, ihre politische Macht, soweit es die anderen zulassen. Und die anderen sind wir. Pardon, das sind wir. Wir müssen verteidigen, was wir hier haben. Der russischen Zivilgesellschaft können wir das nicht überlassen, diese Grenzen zu schaffen. Wir müssen in die Schlussrunde kommen, aber das, was ich da jetzt mitnehme aus den letzten Wortmeldungen, heißt, wir stehen eigentlich vor der Entscheidung zwischen, ich überspitze jetzt absichtlich, Widerstand oder Wohlstand. Wo stehen wir in einem Jahr? Das ist meine Schlussfrage an Sie alle. Bitte, ich fange an, damit ich es hinter mich gebracht habe. Nein. Ich habe keine Ahnung, wo wir in einem Jahr stehen. Ich wünsche mir, dass wir nach wie vor solidarisch mit der Ukraine stehen und dass wir uns nicht erpressen lassen durch Gas oder sonstige Energielieferungen. Damit würden wir das Spiel des Putin mitspielen. Und das ist auch, was Wohlstand betrifft, nicht in unserem Interesse. Wir müssen so rasch als möglich schauen, dass wir andere Möglichkeiten finden, unsere Bedürfnisse auch in der Energie zu decken. Und wir sollen eigentlich nicht immer so tun, als wenn das nicht klar ist. Wenn es keine Geschichte mehr gibt, dann brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, dann ist alles gut, dann sind wir schicksalslos. Wir sind nicht schicksalslos. Auch in der Neutralität sind wir nicht schicksalslos. Wir müssen bestimmte Entscheidungen treffen. Und da gibt es in einer Demokratie auch Situationen, wo das einen selbst negativ betreffen kann. Aber da stimmt das, was Sie gesagt haben. Es geht ums Ganze. Nicht, weil da jetzt Ideologien, weiß nicht, bin ich so sicher, ob das so große Ideologien sind. Aber die Frage ist, ist es ein autoritärer Führungsstil oder ist es ein demokratischer Führungsstil? Und da haben wir Beispiele, dass inzwischen leider die Mehrheit der Weltbevölkerung geführt wird von Autokraten, nicht von Demokraten. Und das ist der Kampf, den wir führen müssen. Und eine der großen Fronten ist halt jetzt im Moment Russland, aber es ist nicht die einzige. Daniel. Aber ich glaube, dass das Wort solidarisch ist ein bisschen falsch eingesetzt. Solidarisch müssen wir mit den Ukrainern nicht sein. Wir können solidarisch mit den Frauen in Irak sein zum Beispiel, die jetzt nicht mehr an der Universität oder an die Bildung überhaupt nicht kommen. Wir sind direkt bedroht. Europa ist direkt bedroht. Dieser Krieg, meiner Meinung nach, ich denke nach wie vor, das hat nichts mit der Ukraine zu tun, sondern das ist ein stellvertretender Krieg. Das ist ein Krieg gegen den Westen, gegen Europa. Und wenn Europa das nicht sieht, das ist das Problem von Europa. Ukrainer sterben schon sowieso. Sie haben schon unzählig gestorben, sind sie.
Solidarisch müssen wir nicht sein. Wir müssen kein Mitleid mit denen haben. Wir müssen uns selbst, also der Westen, jetzt verwende ich selbst diese Wörter, sich verteidigen. Weil wenn man wirklich dieses Regime versteht und diesen Mann, den übrigens ich nicht für Genie halte, ich glaube, dass Genie ist nur in dem Sinn, dass er keine Empathie empfindet. Ja, es gibt solche Menschen in unserer Gesellschaft, die keine Empathie empfinden, die paranoisch sind, die wollen nur alles kontrollieren und die Macht haben. Fertig. Das ist das einzige Ziel, was dieser Mann hat. Und unglaublich genial ist sie nicht in dem Sinn. Er kann einfach weniger Emotionen. Ihm ist es egal, 2 Menschen zu töten, 1.000 Menschen zu töten oder 100.000 Menschen zu töten. Er geht einfach seine Ziele ein und diese Ziele sind an der Macht zu bleiben. Fertig. Und so ist zumindest meine Meinung. Und wenn die Ukraine erobert wird, dann wird dieses Regime nicht aufhalten. Das ist klar. Das ist so klar. Ich verstehe nicht, wieso man das im Westen noch nicht versteht. Ja. Es gibt auch Genies des Bösen, wie wir von Mephisto wissen. Und es kann sein, dass wir lange uns dem nicht gewachsen gezeigt haben und ihm gegenüber uns ein bisschen wie Schulbuben lange Zeit verhalten haben. Wir wissen nicht, was sein wird. Wir wissen nicht einmal, was morgen ist. Deswegen auf alles gefasst sein. Und ob Europa das durchsteht, den Stress, wenn die Gaslieferungen ausbleiben, wenn die Krisen zunehmen, wir wissen es nicht. Es ist wirklich ganz offen und es gibt Anhaltspunkte, dass es wirklich vielleicht gut gehen kann. Das ist die Tapferkeit der Ukraine. Das ist die Tatsache, dass sie Waffen brauchen und nochmal Waffen brauchen. Und diese Auseinandersetzung wird ja stattfinden. Und wie lange die europäischen Gesellschaften das befürworten, durchhalten, das werden wir sehen. Und ich finde es ziemlich beunruhigend. Ja, alles ist offen. Das ist alles sehr deprimierend und das ist ja auch sehr deprimierend, aber ich bin gewohnt, mir in solchen Situationen immer irgendein Szenario auszudenken, dass die Welt vielleicht ein kleines Stückchen wieder ein bisschen besser macht. Und früher hätte ich immer gesagt, ich hoffe auf die nächste Generation, aber in dieser Situation können wir auf die nächste Generation weder hoffen noch warten. Aber ich hoffe, dass die russische Armee, die zwar den Ruf hat, so übermächtig zu sein, aber in Wirklichkeit in einem ziemlich schlimmen Zustand ist, was auch sich gezeigt hat in dem Versuch, Kiew zu nehmen und der Unfähigkeit, das zu tun. Ich hoffe, dass die russische Armee irgendwann einmal sagt, bis hierher nicht weiter und dass es doch mal einen Putsch gegen diesen Diktator im Kreml gibt. Ich bin nicht sehr optimistisch, was das betrifft, aber es ist immer noch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und ich glaube nicht, dass ein Nachfolger Putins die gleiche Politik 1:1 weiter verfolgen wird oder kann. Wann das passieren wird, wage ich nicht vorherzusagen. Und ich glaube, man kann im Moment, so wie Karl Schlögl gesagt hat, gar nichts wissen und gar nichts vorhersagen. Meine Befürchtung ist, dass wir in einem Jahr immer noch da sitzen und immer noch darüber diskutieren werden. I think that Vladimir Putin and the close circle of his friends live according to the criminal laws.
And the only political idea they had from the very beginning of the Putin's presidency was just to keep power as long as possible. It's the only political idea. It's why Putin, for example, changed his declaration. If you try to remember what he declared in the very beginning of his presidency, I have to say he was also very westernized, because it was possible that time to be westernized and to be in power. But after 20 years, he understood that he has to become an archaic and fascist guy to keep power in nowadays circumstances. And he started war also to keep his power. But as all the criminals, you know, the criminal people, they cannot lose. They have to be tough guys, and they have to win all the time. So I can only ask Western people don't give up, because and Ukraine, first of all, because if Putin will lose this war, he will lose everything inside the country for sure. So don't give up. You are our only hope, actually. Vielen Dank. Die erste Session des Symposiums der Salzburger Festspiele fand am 12.08.2022 statt. Bei den Salzburger Festspielen und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zu dieser Übertragung und die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Analysen und Wortmeldungen gegen Krieg und Nationalismus finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.